Nicolas Jordan 18:0 gegen Singapur gewonnen. Habt ihr das umsetzen, was ihr euch vorgenommen habt? Ja, also wir sind nach dem gestrigen und vorgestrigen Spiel alle nicht so zufrieden gewesen. Darum haben wir heute sicher offensiv dominant spielen. Und ich glaube, das ist uns heute gelungen. Am Anfang noch ein bisschen Mühe gehabt, aber als die ersten Goal dann gekommen sind, haben wir es dann recht souverän können zu Ende spielen. Und auch defensiv war es super gewesen. Der Genhardt, der noch einen Shutout feiern konnte, das war eigentlich das Ziel für heute. Genau. Warum sind die Goal jetzt plötzlich gefallen? Vorher in der Partie hattet ihr ja ein bisschen Mühe gehabt mit dem Goalschiessen. Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Also ich glaube, gestern war einfach noch ein bisschen der Knopf drin. Es war nicht so, dass wir keinen Einsatz gegeben haben oder schlecht gespielt haben, aber gestern hat es einfach nicht sein. Und wir haben sicher nach dem Spiel gestern viel geredet, was wir besser machen können. Und heute hat es dann einfach geklappt, ist der Knopf aufgegangen und ja, so haben wir dann können die 18 Goal schiessen. Gibt jetzt das deutlich Sieg auch viel Selbstvertrauen für die Partie morgen? Ja, es war sicher das Ziel, dass wir gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner wie Singapur Selbstvertrauen noch ein bisschen aufdrücken können, weil eben nach dem gestrigen Spiel war es nicht so hoch. Und jetzt habe ich das Gefühl, sind alle recht gut dabei und dann können wir morgen einen guten Match zeigen.